Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem 23. Afrika Live Festival. Der heutige Abend ist eine Kooperation mit dem Friedrich-Dorwer-Institut für Nachhaltigkeit. Und ich möchte ganz herzlich Michael Götze, der da hinten im Publikum sitzt, begrüßen, mit dem wir sozusagen jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich, diese Veranstaltung machen. Und ja, wie der Titel oder die Institution schon sagt, suchen wir Filme aus, die im weitesten Sinne irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Heute Abend im La Couleur dans le Vent von Amina Vera. Und wir freuen uns sehr, dass es uns zum ersten Mal bisher gelungen ist, tatsächlich die Regisseurin auch herzubringen. Sie kommt aus dem Niger. Und genau, ich möchte sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Sie hat im Niger an dem Institut de Formation und Technique et Information de la Communication studiert, also erst sowohl Schnitt zuerst und dann auch Regie. Und dann ist sie in den Senegal gegangen und hat in Saint-Louis auch nochmal dann Dokumentarfilmregie studiert. Sie hat bisher drei Kurzfilme gedreht und das ist ihr erster langer Dokumentarfilm. Okay, ruhig. So viel zur Regisseurin und je donne le mot à Amina. Bonsoir. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de venir présenter mon film ici à Francfort. Ja, also guten Abend allerseits. Ich bin also sehr froh, dass ich meinen Film hier in Frankfurt vorstellen kann. Oui, comme l'a dit Natacha, c'est mon premier long métrage. Et voilà, c'est un film qui parle de ma région natale, Arlitz, au nord du Niger, en Afrique de l'Ouest. Ja, und das ist also, wie Natascha ja schon sagte, mein erster Spielfilm. Und in diesem Spielfilm geht es also um ein also um den ersten, also Langfilm, geht es um meine Heimatstadt Arlit und die liegt im Norden von Niger. Donc voilà, c'est des gens que je connais, que j'ai filmé, c'est ma famille, c'est ma ville. Voilà, je crois que je vais pas raconter le film. On pourra, je sais pas, en parler après la projection. Also der Film handelt also von meinen Freunden, von meiner Familie. Und ich will mich da jetzt nicht länger drüber auslassen. Wir werden ja hinterher über den Film sicherlich ins Gespräch kommen. Bonne science. Gut, dann fange ich mit einer Frage an. Wir erfahren sehr viel von den Leuten und über die Mine, welche Rolle die Mine spielt in Alit, aber wir sehen die Mine selber eigentlich nie, nur einmal von sehr weit entfernt. Das war eine bewusste Entscheidung, sozusagen die Mine selber einfach rauszulassen. Oder Oui, justement, c'est fait exprès de ne pas montrer la mine. Je continue. Oui, Voilà, c'est fait exprès de ne pas montrer la mine parce que je voulais montrer ce que les habitants d'Arlitz même voient de la mine. En fait, la plupart des habitants ne connaissent pas la mine en tant que telle, ils la voient juste de loin. Et Also es ist so, diese Mine nicht zu zeigen, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Es ist auch so, dass die Mehrheit oder die meisten Bewohner von Alit also auch nie in der Mine drin waren, sondern die immer nur so von weitem gesehen haben. Et ceux qui connaissent la mine, c'est uniquement les travailleurs de cette mine, les responsables des deux mines, mais sinon les habitants en tant que tels, parce que Arlitz, elle est à peu près à 120 000 habitants. Donc la majorité de ces habitants-là ne connaissent vraiment pas la mine. Donc moi, j'ai voulu montrer le ressenti même de ces habitants-là à travers en montrant la mine de loin, juste ce que eux ils voient.
Also es ist so, Aliert ist ja eine Stadt von 120.000 Einwohnern und wer wirklich die Mine von innen kennt oder überhaupt also näher kennt, das sind die Arbeiter, die dort arbeiten und die anderen Bewohner und das ist die Mehrheit, also die bekommen nur die Auswirkungen mit, ohne jeder drin gewesen zu sein. Ja, oder wie viel ungefähr arbeiten in der Mine, wie viel? À peu près, parce qu'il y a deux mines, une à ciel ouvert et une souterraine, donc il y a deux cités et disons à peu près 3000 travailleurs. Also es ist so, es gibt ja nicht nur eine, sondern zwei Minen. Die eine ist also überirdisch, die andere ist unterirdisch und insgesamt arbeiten in beiden Minen so ungefähr 3000 Leute. Oui, bien sûr, bien sûr. Ja, also Sie haben ja gesehen, dass dieser Ort Aliert im Prinzip in 1968, 1969 gegründet wurde. Und der Grund für die Gründung lag eben in der Uranmine, die in der Vorzeit von den französischen Kolonialherren dort entdeckt worden ist. Das ist eine der größten Open-Pit-Mines in der Welt. Die ist nur 250 Meter tief, was nicht sehr tief ist, aber sehr lang. Also ich habe gelesen, das sind 250 Kilometer von Gängen, die da im Laufe der Zeit gebohrt worden sind, um dieses Uran dann eben zu fördern. Und alles das, was in dem Film gesehen worden ist, als Auswirkung quasi in der Stadt, wird eigentlich im Prinzip in allen Minen berührt. Das ist einmal die Luft, das ist eine riesige Wasserverschwendung oder letztendlich, um dieses Erz dann auch zu gewinnen. Und es ist auch natürlich hier die Radioaktivität ganz besonders und auch diese sozialen Aspekte, die ja angesprochen worden sind, eben dadurch, dass die Leute relativ wenig Geld verdienen und nur 2000 sind dort beschäftigt und die Gewinne letztendlich ins Ausland gehen. Das Unternehmen, was das betreibt, heißt Areva. Areva ist einer der größten, sage ich mal, Nuklear- und Atomkonzerne in der Welt. Die arbeiten in 100 Ländern weltweit. Es gibt ungefähr 160 Länder insgesamt. Und die von der Produktion, also hier von der Förderung bis zur Erzeugung elektrischer Energie und auch von der Abfallbehandlung ist alles oftmals in der Firma von Areva. Und zum Beispiel, vielleicht haben Sie gehört, es gibt große Probleme beim Neubau eines Atomkraftwerkes in Finnland, in Skandinavien. Das ist auch ein Projekt von Areva. Also von daher denke ich, das war ein sehr eindrücklicher Film, der zeigt letztendlich, wie die Lebensbedingungen nicht in der Mine selber sind, sondern wie die Leute zu leben haben, die eben in dem Ort selber in Aliert wohnen. Ich wollte fragen, ob sich irgendwas an den Gesundheitsvorkehrungen geändert hat seit 1968, an den Arbeitsbedingungen, oder ist es immer noch genauso schlimm wie am Anfang? En fait, dans le film, avec les vieux là, ils étaient plus en train de parler du début de l'exploitation minière. Bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé grâce aux revendications de certains travailleurs. Also in dem Film haben wir ja die
alten Männer gesehen, und das waren ja diejenigen, die also wirklich so die Männer der ersten Stunde, also wo es noch keine Gesundheitsvorkehrungen oder sonst irgendwas gab. Mittlerweile hat sich auf Druck der Arbeiter und hat sich doch einiges verbessert und geändert. Mais seulement ce qui est dommage, c'est seulement l'avantage revient seulement aux travailleurs seulement et non pas aux habitants. Et quand on prend, par exemple, même les anciens travailleurs, dès que la personne arrête de travailler dans les mines, il n'est plus pris en charge sanitairement. Ja, und sehr schade oder sehr bedauernswert ist ja, dass also eigentlich also diese Gesundheitsvorsorge oder einfach das überhaupt, dass man Anrecht auf Krankenversorgung hat, das gilt ja nur für diejenigen, die in der Mine arbeiten, für diese Arbeiter, die wir ja im Film gesehen haben, also die kommen nicht mehr in den Genuss von irgendwie einer Gesundheitsvorsorge und auch nicht die anderen. Et à Arlit, en fait, il y a deux hôpitaux qui appartiennent à Areva, et malheureusement, ces hôpitaux-là, c'est seulement les travailleurs qui sont soignés, alors que quelqu'un qui ne travaille pas dans les mines, il doit, normalement, il n'a pas le droit d'aller se faire soigner dans ces hôpitaux-là. Et la plupart des gens qui sont là-bas, c'est des gens pauvres qui ont envie aussi d'avoir des soins gratuits. Ja, und es ist ja so, also Areva hat mittlerweile zwei Krankenhäuser dort errichtet, also das sind aber Privatkrankenhäuser, die nur für die bei Areva arbeiten, also die für die Arbeiter von Areva gelten. Es gibt viele Leute in der Stadt, die also auch gerne in den Genuss dieser Gesundheitsvorsorge oder überhaupt einer Behandlung kommen würden, aber das ist in diesen Krankenhäusern nicht möglich, und da sie also die Bevölkerung also auch überwiegend arm ist, keine finanziellen Mittel hat, ist das auch ansonsten sehr schwierig bis unmöglich. Oui. Je voulais poser une question. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez eu des réactions, et quelles réactions, surtout à Arlit et en Afrique aussi. Also ich sag's auf Deutsch, ich wollte fragen, welche Reaktionen es auf diesen Film gegeben hat, also auch in Arlit selbst und andernorts. Des réactions par rapport au film? Bon, pour l'instant, non. Mais c'est plus des réactions du côté de la jeunesse, par exemple, parce que j'ai fait des projections au Niger, et quand j'avais fait des projections, c'était la plupart du public, c'était des jeunes, et la première projection que j'avais faite, c'était un... donc la première projection que j'avais faite, c'était à Niamey, et c'était dans un centre de jeunes. Et quand j'ai projeté le film, je me rappelle qu'il y avait la plupart des jeunes qui étaient là, ils connaissent pas en réalité aussi les conditions de vie d'Arlit même. Donc Also es ist ja so, ich habe also den Film vor allem also vor Jugendlichen gezeigt, also auch vor Jugendlichen im Niger und auch an verschiedenen Orten. Und da war ein großes Interesse. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass also viele dieser Jugendlichen also überhaupt nichts über Arlit und die Arbeitsbedingungen, die dort herrschen, wissen. Et donc voilà, et en fait Niamey se trouve à plus de 1200 km d'Arlit, et comme je sais pas si vous avez bien entendu dans le film où les jeunes qui sont assis qui étaient en train de dire que la voie qui mène vers la capitale est complètement chaotique. Donc, ce qui fait que c'est pas tout le monde qui a accès à cette ville-là. Donc, le fait de voir ce film-là, ça leur a montré au moins à quoi ressemble la ville d'Arlit, et ça leur a permis au moins de prendre conscience de tout ce qui se passe à Arlit et de vouloir chercher une solution par rapport à ça. Also ich habe den Film also in der Hauptstadt vor Jugendlichen gezeigt, und die Hauptstadt ist also von Arlit so in etwa 1200 Kilometer entfernt, und im Film ist ja auch angedeutet, also
war ja auch die Rede von den wirklich sehr schlechten Zuständen auf der Straßen. Und viele dieser Jugendlichen, also in der Hauptstadt, die waren auch noch nie in Ahlit, konnten sich aber anhand dieses Filmes nun erstmal also auch so ein Bild machen. Ich wollte vielleicht noch was zu der Gesundheitssituation sagen von den Arbeitern und auch der Bevölkerung. Das ist ziemlich typisch, dass eben der Gesundheitsstatus einfach als gut angegeben wird, dass die wenigsten krank sind, obwohl eine sehr hohe Staubbelastung und auch eine Belastung durch die Radioaktivität da ist. Das wird immer runtergefahren oder wird eben durch ein sehr unobjektives Auge dann von den Medizinern dann auch berichtet. Also die Gesundheitssituation der Bevölkerung ist schon so, denke ich, so wie es in dem Film beschrieben wird, sie ist letztendlich dann schlecht. J'ai deux questions. La première question, c'est est-ce que vous aurez eu la permission de tourner dans l'usine si vous aviez eu si vous aviez demandé une permission, est-ce que ça aurait été possible? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je voudrais savoir si, à part les deux hôpitaux qui sont à Ahlit, s'il y a d'autres institutions de médicaux à Ahlit, quoi. Also es ist so, die zwei Fragen. Die erste Frage, haben Sie überhaupt einen Antrag gestellt, auch in den Minen filmen zu können? Und wenn ja, wäre das möglich gewesen? Die zweite, gibt es also außer diesen beiden Krankenhäusern von Areva überhaupt andere Krankenhäuser in Ahlit? C'est vrai, même si j'avais eu... je ne pense pas que j'allais avoir l'autorisation de filmer à l'intérieur de mine. Et déjà, quand j'écrivais le projet, je n'avais pas du tout l'intention de filmer à l'intérieur des mines. Donc du coup, je n'ai même pas cherché à l'autorisation. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la question de Natacha. C'est que je voulais vraiment montrer la mine de l'extérieur, ce que les habitants voient de la mine. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la mine, ils voient seulement, ils entendent des bruits, ils voient les gens partir dans ces mines-là. Mais eux, ils ne connaissent pas, ils sont là. Je pense qu'il y a des gens même qui sont à Ahlit depuis plus de 30 ans, mais qui ne connaissent pas l'intérieur de la mine. Also es ist ja so, ich wollte nie in den Minen selbst filmen. Deshalb habe ich mich auch nie um eine Erlaubnis bemüht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die nie bekommen hätte oder dass das sehr, sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Was mir wichtig war, ich wollte einfach zeigen, wie sich diese Minen auf die Stadt auswirken. Und es gibt ja auch Leute, die also schon über 30 Jahre in Ahlit leben und noch nie in der Mine waren. Also das ist immer so von ferne für die gewesen. Et par rapport à la deuxième question, pardon. Oui, il y a des centres de santé intégrés qui, oui, on sait que c'est étatique, mais généralement les centres intégrés et c'est privé. Donc, quand on prend, disons, 80% de la population d'Ahlit, c'est des gens pauvres. Donc, quelqu'un qui cherche, je ne sais pas, 1 euro ou 2 euros pour manger, je ne pense pas qu'il puisse avoir 50 euros ou 100 euros pour aller se faire soigner dans les centres intégrés. Et en même temps, les centres intégrés, on sait que c'est étatique. Et qu'on sait que l'État est également complice. L'État et Areva, c'est presque la même chose. Donc du coup, même avec, je sais pas, avec son propre argent, on n'aura pas les résultats qu'on veut. Donc pour avoir les vrais résultats, généralement, il faut aller hors du pays, aller dans les hôpitaux, je sais pas, au Maroc, en Tunisie ou en France. Et c'est pas tout le monde qui peut se payer ce luxe-là d'aller se faire soigner dans les hôpitaux occidentaux ou les hôpitaux d'ailleurs.
Also es ist ja so, also es gibt außer diesen beiden bereits erwähnten Krankenhäusern gibt es noch Gesundheitszentren. Diese Gesundheitszentren, also die heißen integrierte Gesundheitszentren und die sind aber auch nicht für jedermann, also wenn Sie sich vorstellen, und ich hatte ja schon mal gesagt, die Bevölkerung ist überwiegend arm, verdient also nur ein oder zwei Euro oder sehr wenig, und wenn dann aber eine Behandlung ja so 50, 100 Euro oder doch schon für diese Verhältnisse sehr viel Geld kostet, dann wird sie einfach unerschwinglich. Noch viel unerschwinglicher ist es, sich also in einem Krankenhaus, in so einem westlich ausgerichteten Krankenhaus zu pflegen oder einfach untersuchen zu lassen und gegebenenfalls, also gut möglich, also, und das wäre dann, also wenn man ins Ausland geht, das wäre Marokko oder andere Länder, also andere Orte auch als Alit, aber wie gesagt, dazu muss man halt das nötige Geld haben. Y a-t-il un quelconque groupe de gens qui informe la population sur la situation réelle, sur leurs conditions de santé réelles? Vous savez, ici en Europe, jusqu'à ce que Tchernobyl explose, on avait des informations qui étaient seulement données par des mouvements de protestation. Et du jour au lendemain, après l'explosion de Tchernobyl, tout à coup, à la télévision normale de l'État officiel, les informations sont sorties comme si c'était la vérité de la palice, de ce qu'on avait prétendu jusque-là être des mensonges. Il faut avoir des grandes catastrophes pour que la vérité sorte. Je ne sais pas quelle est la situation au niveau des protestations chez vous. Also ich habe gefragt, ob es Proteste gibt, ob es irgendwelche Informationen, Gruppen gibt, die die Menschen informieren, und habe berichtet, wie in Europa, in Deutschland, bis Tschernobyl, bis der Unfall von Tschernobyl, die Informationen von Gruppen zusammengefügt wurden, die angeblich alle gelogen hätten, und von einem Tag auf den anderen. Seit Tschernobyl hat man im Fernsehen alle diese Dinge, die angeblich gelogen waren, wurden plötzlich von über Nacht Wahrheiten. Und ich wollte wissen, wie es in dem Zusammenhang dort ist. C'est vrai qu'il y a 20 ans, l'activité minière, c'était quelque chose de tabou, c'était quelque chose. Voilà, on considérait ça comme un travail normal. Et ces dernières années, avec la création des ONG, des associations, donc je crois que c'est un peu mentionné dans le film où il y a un vieux qui était en train de dire que les ONG et la population d'Arlit sont de fois en conflit, parce que quand les ONG essayent de faire comprendre à la population que, par exemple, le fait de récupérer les ferrailles qui ont servi à la mine, c'est dangereux. Ils pensent que c'est par jalousie, c'est pour les empêcher de faire leur boulot, d'avoir des sous et tout. Donc, en fait, y a un grand souci qui se pose là, c'est le fait que ces populations-là, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas conscience de la dangerosité même de la radioactivité. Donc, pour essayer de leur faire comprendre ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, quand même, il y a des ONG, il y a des associations qui essayent de faire comprendre à la population quel danger peut représenter la radioactivité pour la population, pour les travailleurs, pour tout le monde. C'est vrai, au début, c'était un peu quelque chose de difficile à faire comprendre, mais là, de plus en plus, on commence à gagner du terrain, parce que... Et en même temps, dans le film, il y a... Avec les femmes, il y a une femme...
Gut, dann machen wir mal ein bisschen Stopp. Also es ist so, bis vor lange Zeit war diese Arbeit in den Minen, das war eine ganz normale Arbeit und es war auch tabu darüber zu reden, also über Radioaktivität oder auch sonst, also Schäden, die daraus resultieren könnten. Dann kamen die Nichtregierungsorganisationen und Hilfsorganisationen an und da war es am Anfang sehr schwer, der Bevölkerung also klar zu machen, die Schäden, die das mit sich bringt. Also viele Leute, und ich habe ja schon gesagt, sie sind arm und die haben dann also versucht, Eisenmaterial oder anderes Material also noch zu verkaufen, zu verwerten. Und da war es sehr schwer, denen klar zu machen, also dass das kontaminiertes Material war, dass das gesundheitliche Schäden nach sich ziehen könnte. Und von der Bevölkerung, die ja auch wenig Information, wenig Bildung diesbezüglich hatte. Das wurde dann also anfangs auch so interpretiert, ja, die wollen uns also auch noch daran hindern, also dieses Wenige, was wir damit verdienen könnten, das wollen sie uns also auch noch nicht gönnen. Mittlerweile hat aber so ein Umdenkungsprozess eingesetzt und es wird allmählich klar, ja, dass man diese Schäden vermeiden muss und dass die Bevölkerung also das auch kapiert. Quand on prend la séquence avec les femmes, quand la femme, il y a une femme qui dit cette eau n'est pas normale, si on peut mettre de l'eau de Javel, peut-être que ça irait. C'est une manière en fait de montrer l'ignorance de ces femmes-là face à cette. À cette radioactivité, elle pense que c'est comme si c'est, je sais pas, un microbe ou un truc comme ça avec lequel on peut tuer avec de l'eau de Javel. Et quand on prend aujourd'hui, déjà il y a des femmes qui commencent à se regrouper, des femmes intellectuelles qui arrivent à se regrouper avec ces femmes pour essayer de leur faire comprendre, par exemple, les avortements, les malformations des enfants, les enfants qui naissent, les morts-nés et tout ça, que c'est pas anodin. Donc, c'est à travers cela que des femmes intellectuelles, par exemple, cherchent à leur faire comprendre les dangers même de cette activité-là. Und wenn Sie sich ja im Film an diese Sequenz oder erinnern mit die Frauen und das Wasser, da war ja eine Frau, also die sich gar nicht der Gefährlichkeit der Radioaktivität bewusst war, die hat gesagt, ja, das wahrscheinlich sind es irgendwelche Mikroben und wenn man dann also nur gut scharfes Reinigungsmittel nimmt, dann kriegt man die schon wieder weg. Und es müssten also erst gebildete Frauen herkommen und das heißt also, die um die Gefahren der Radioaktivität wussten und die dann gesagt haben, ja, also das kann zu Abtreibungen führen, zu Totgeburten, also kurzum über die ganzen Schäden und Folgen von Radioaktivität aufklären, dass da überhaupt also sich was allmählich ändert. Erstmal herzlichen Dank für diesen sehr interessanten und auch sehr wichtigen Film. Meine Frage ist eine eher inhaltliche Frage. Und zwar geht es um auf dem Titelbild, der Mann, der eben abgebildet wird, ist auch in dem Film, kommt da vor. Und ich habe mich gefragt, was er repräsentiert, beziehungsweise was genau seine Rolle in dem Film eigentlich bedeutet. Oder genau, wenn die Regisseurin da ein bisschen weiter ausführen könnte. Dankeschön. Oui. voilà, je m'attendais à cette question. En fait, déjà, l'homme, normalement, c'est pas ça l'affiche du film. Mais à force, généralement, dans les festivals, on nous demande d'envoyer les photos du film. Et à chaque fois qu'on envoie les photos du film, il arrive qu'on utilise cette photo-là pour illustrer. Mais sinon, en réalité, c'est pas ça l'affiche du la photo du film.
Also es ist ja so, eigentlich ist das gar nicht, sollte der Mann gar nicht auf dem Plakat sein. Das ist fast schon zwangsläufig. Also immer, wenn ich Fotos schicke an so Orte, wo der Film gezeigt werden soll, und dann wird automatisch dieses Foto immer ausgewählt, obwohl es also gar nicht das Foto ist, was da eigentlich hingehört. Donc, je sais pas. Et ce personnage-là, en fait, c'est quelqu'un que j'avais rencontré pendant le tournage. C'est pas, quand j'écrivais le projet, il ne figurait pas dans les scénarios. Donc, je l'avais rencontré au moment où je tournais le film. Also der Mann war auch gar nicht im Drehbuch vorgesehen, und ich habe ihn also also einfach so zufällig bin ich ihm begegnet. Et donc quand on tournait le film, on se mettait toujours sur une sorte de dune pour bien voir la ville d'Arlit de loin et aussi la mine. Donc, à chaque fois qu'on venait faire les plans de ville, on trouvait ce monsieur tout le temps assis au même endroit là où on va faire les images de ville. Ja, und es war so bei den Dreharbeiten, also wir haben uns dann auch immer einfach auch, um so den Überblick zu bewahren und uns so zu vergegenwärtigen, so der Stand, den Stand der Dreharbeiten. Und dann hatten wir also diesen Ort am Strand für uns ausgewählt. Das war, wo wir das alles nochmal überdenken und überarbeiten konnten. Und dann war dieser Mann, wenn wir da waren, saß der auch da immer. Et on le trouvait toujours sur cette dune-là, à côté de cet arbre-là, que vous avez, ce petit arbre-là. Et il était tout le temps là, assis, silencieux. Quand on arrivait, on le saluait, il ne répondait pas. Des fois, on vient avec de l'eau, des boissons, on lui offre, mais il ne nous regardait même pas. Mais à force de venir, parce qu'il nous arrive des fois de venir 2 à 3 fois par jour, et en même temps, il a fini par, je sais pas, par nous faire confiance, par nous reconnaître. Sinon, d'habitude, il parle à personne. Et il a fini par nous faire confiance, par nous accepter en quelque sorte. Et quand on vient, on le salue, on lui offre à boire, il accepte. Et voilà, on a fini par devenir amis. Also es ist ja so, also am Anfang saß der immer nur stumm da neben, wir hatten ja dieses kleine Tischchen und er saß da immer stumm. Wir haben ihm dann, und manchmal waren wir ja so 2-3 Mal am Tag an dieser Stelle, wir haben ihm dann was zu essen mitgebracht, was zu trinken mitgebracht, aber am Anfang war das also wirklich immer stumm, und dann so wirklich im Lauf der Zeit hat er dann also auch das, was wir ihm mitgebracht hatten, angenommen, und daraus entwickelt sich dann so eine Freundschaft, und er hat uns auch akzeptiert und hat uns sein Vertrauen geschenkt. Et en même temps, sa position par rapport à la ville et également par rapport à la mine, nous, on se moquait, bon, pas se moquer, mais on le traitait de gardien de la ville. Parce qu'il était là couché comme une sorte de, je sais pas, une sorte de vigile, de gardien. Il était là couché sur cette dune. Il ne parle à personne. Il observe la ville. Il observe les voitures qui passent. Ja, und für uns wurde er dann fast schon sowas wie zu einem Hüter der Stadt, also der immer also auch an diesem Ort war, der die Stadt beobachtete, der beobachtete und registrierte, also welche Autos da vorbeifuhren. Ja, und das war so seine Funktion für uns. Donc, pour revenir à sa présence dans le film, c'est que, en fait, quand je faisais le film, la séquence que je tournais avec lui, c'était prévu que je fasse cette séquence-là avec mon père. Donc, voilà, comme on était devenus amis avec lui et que, voilà, on s'était dit, pourquoi ne pas essayer cette séquence avec lui. En fait, c'était comme une sorte de répétition. Je faisais une répétition avec lui pour pouvoir la reproduire le lendemain avec mon père.
Ja, ursprünglich wollte ich ja diese Szene mit meinem Vater drehen, aber da er jetzt ja immer da war, dann haben wir die einfach mal als zuerst mal mit ihm gedreht. Das sollte sozusagen eine Probe sein. Und die sollte dann am nächsten Tag mit meinem Vater, also die eigentliche Szene, gedreht werden. Donc, du coup, on a tourné cette séquence, c'était juste un essai comme ça. Et en rentrant à la maison, en rentrant dans notre hôtel, donc, on a visionné les images pour voir ce que ça donnait. Et moi, quand j'ai regardé les images, je sais pas, je sentis dans le visage de ce personnage-là une certaine émotion. Et je sais pas, quelque chose qui m'a quand même impressionné dans le regard de ce monsieur. Je sentis comme si son regard représentait en quelque sorte tout ce que vit les populations d'Arlitz. Ja, und wie gesagt, das war ja eigentlich nur mal so ein Probedreh. Als ich dann aber im Hotel mir die Bilder nochmal so angeschaut habe, dann hat mich etwas in seinem Blick sehr berührt. Und ich dachte dann, ja, das ist er. Und das ist so das, was ich auch rüberbringen wollte, das ist dieser Blick auf Aled. Donc voilà, je me suis dit, voilà, finalement, je vais faire cette séquence-là avec ce monsieur-là, que de la faire avec mon père, je crois que ça pourrait donner quelque chose d'esthétique, parce que beaucoup à Arlit, on le considère comme fou, mais moi, en faisant cet entretien-là avec ce monsieur, je me suis dit que c'est sûrement pas quelqu'un de fou. Pour moi, en fait, c'est pas du tout un fou. Et ce qui est impressionnant, c'est que, en fait, je ne comprends vraiment pas la langue de ce monsieur. Ça doit être, parce qu'il ne parle aucune langue du Niger. Donc, ça doit être un étranger qui est venu. Parce que Arlit fait frontière au pays du Maghreb. Donc, il y a beaucoup de nationalités africaines qui passent par Arlit, soit pour aller vers le Maghreb ou pour venir en Europe. Donc je me suis dit, c'est un Africain d'une autre nationalité qui a des passages et finalement qui n'a pas pu continuer dans son aventure. Et voilà. Ja, es ist ja auch so, dass der in Aled gilt, dieser Mann, ja auch als verrückt. Für mich ist er das also keineswegs. Er spricht zwar nicht keiner der Sprachen des Niger. Es weiß auch keiner so richtig, woher er denn kommt. Aled ist auch so eine Transitstation. Da kommen also viele, die nach Europa wollen, so aus dem Süden Afrika, also aus den Ländern, die noch unterhalb Nigers liegen. Dann und es ist auch so eine Drehschreibe zum Maghreb hin. Und daher dachte ich, ja, warum nicht ihn nehmen und sozusagen auch den Blick eines Fremden, eines Unverstandenen auf diese Stadt. Donc voilà, et voilà, donc quand je parlais avec lui, j'ai eu l'impression, c'est comme si il cherchait à me consoler, il cherchait à me répondre, mais je crois qu'à mon avis, on se comprend pas. Il me comprend pas, je le comprends pas, mais quand même, il essaie de me consoler, de me comprendre. Donc. Ja, und obwohl wir uns also sprachlich nicht verstehen, er spricht meine Sprache nicht, ich spreche seine Sprache nicht, gab es aber trotzdem etwas so, ja, so eine nonverbale Kommunikation, und ich hatte das Gefühl, er versucht mich zu trösten und zu verstehen. Bonsoir. Je voulais dire que j'étais très content de pouvoir avoir l'occasion de voir ce film ici. Et ma question se réfère à la ville d'Arlit en tant que ville très jeune et étant dans une région à dominance tamashèque. La population d'Arlit, elle est venue du sud du Niger en général, d'une certaine région aussi des pays voisins. C'était ça ma question, et aussi quel est le rôle d'Arlit en tant que ville des mines sur la route de transit vers le nord. Also meine Frage bezieht sich auf die Stadt Arlit an sich und
wie diese Stadt zusammengesetzt ist von der Bevölkerung her, die ja anderswo hergekommen ist, da vor der Entdeckung der Minen in der Stadt, vor allem Tamashek, im Tamashek-Gebiet sozusagen, liegt, genau. Déjà, Arliste, avant l'exploitation minière, c'était pas une ville en fait, c'était juste voilà, un petit campement où les Touaregs, et les Touaregs, on sait que c'est des gens qui se déplacent, du coup, ils n'étaient pas trop sur place et tout. Et donc, avec la création de la mine, évidemment, à l'intérieur du pays, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont été engagés et tout ça. Donc, y a, déjà, à Arlit, il y a plusieurs ethnies du Niger. Donc, c'est un peu le mini-Niger. Et en même temps, il y a beaucoup de nationalités, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Burkinabés. Il y a quand même beaucoup de nationalités africaines. Des Français et tout ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Arlit, c'est la frontière avec l'Algérie. Donc, ce qui fait qu'il y a également des étrangers qui passent par Arlit par voie terrestre pour aller. Et il arrive des fois où ces étrangers-là se retrouvent bloqués à Arlit. Il y a beaucoup d'étrangers qui finissent par s'installer à Arlit parce qu'ils n'ont pas plus d'argent pour pouvoir continuer. Et d'autres, en fin de compte, ils finissent par trouver un boulot, à fonder une famille, à rester à Arlit. Also es ist ja so, Arlit war ja eigentlich, also bevor die Mine dort ausgebeutet worden ist, war es wirklich ein kleines, unbedeutendes Nest. Da haben überwiegend Tuaregs gewohnt und die sind ja eigentlich sehr, also die sind ja nicht so sesshaft, die gehen auch wieder weg. Mit der Mine kamen dann also erstmal viele, also aus anderen Teilen des Nigers, dann aber auch viele Senegalesen, viele aus Burkina Faso und den umliegenden Gegenden. Arlit grenzt an Algerien, also da gab es auch einen großen Grenzverkehr. Heute ist es so, dass viele Migranten, die also auch aus anderen Ländern Afrikas kommen, also denen dann das Geld ausgegangen ist, die bleiben dann dort, finden womöglich einen Job. Abgesehen davon gibt es Franzosen, Europäer. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Nationalitäten sind dort vertreten. Et je me dis qu'aujourd'hui, si la ville d'Arlit existe, c'est bien sûr grâce à ces mines-là. S'il n'y avait pas ces mines, sûrement qu'il n'y aura pas tous ces mixages-là, tout ce mélange de nationalités, d'ethnie et tout. Et... Ja, und Arlit, man muss es schon sagen, also existiert ja eigentlich infolge oder existiert infolge dieser beiden Minen. Ohne diese Minen hätte es ja diese ganzen Ausländer, die sich dann dort niedergelassen hätten, nie gegeben. C'était par rapport à la route, c'est ça? Et voilà, en fait, je crois que dans le film, les jeunes étaient en train de parler de la route qui est complètement chaotique et tout. En fait, c'est parce que le minerai, l'uranium est transporté par voie terrestre. Donc, ce qui fait que c'est des gros camions qui prennent cette route-là jusqu'à Dosso qui est une ville... une ville qui se trouve à peu près 1000 km d'Arlit. Dosso, c'est la frontière avec Cotonou. Donc, ça passe par Dosso jusqu'à Cotonou. Et de Cotonou, le minerai est transporté par bateau. Donc, ce qui fait que ces gros camions-là, c'est pratiquement eux qui détruisent la route. Sie hatten ja auch so über zur Straße gefragt, also die ist wirklich in einem lamentablen Zustand. Das ist darauf zurückzuführen, dass also wirklich diese dicken, großen Laster, also das Uranium wird also auf der Straße transportiert, auf diesen großen Lastern, und die fahren also mindestens ja so eine circa Strecke von 1000 Kilometern, und in Cotonou wird es dann verschifft.
Et donc, si aujourd'hui la route est pratiquement impraticable, c'est bien sûr à cause de Arriva, entre griffes. Et donc, ce qui fait qu'il y a des bus, bien sûr, entre, par exemple, Arlitz et Agadez. Agadez, c'est la province la plus proche d'Arlitz. Et c'est la route la plus détruite. Donc, c'est surtout cette route-là qui coûte cher aujourd'hui. On est passé de 2500 francs CFA à 7000 parce que la route est impraticable et c'est des bus privés, c'est des compagnies privées, donc c'est normal. Eux, ils détruisent leurs bus en prenant cette voie-là. Ja, und um einfach also auch den, den Menschen, also den Personentransport zu gewährleisten, also das geschieht per Bus und von Arlit nach Agadez und da aber wirklich die Straße und das ist also auch der Streckenabschnitt, der am meisten zerstört ist und die das Transportwesen, also die Busse, die gehören privaten Firmen. Und der Buspreis wurde dann von 2500 Franc CFA auf 7000 erhöht. Und weil ja also einfach auch ein großer Verschleiß an Bussen auf dieser schlechten Straße ist. J'ai deux questions à vous poser, mais je voudrais faire quand même une mise au point de ce que la dame a dit sur l'information, sur la radioactivité, l'effet de la radioactivité en Europe. Il faudrait savoir que en Allemagne, par exemple, le problème de la radioactivité ou bien le problème écologique a été un processus qui est né vers les années 74 et qui a pris de l'ampleur jusqu'à la création d'un parti écologique qui est aujourd'hui un parti établi en Allemagne. Ça, c'est d'un. Et de deux, ce parti est né d'un mouvement, non seulement de conscience de la population vu les dégâts qui se posaient au niveau des industries chimiques, ainsi de suite, et aussi de l'industrie atomique. Ça, c'est d'un. Donc, par rapport à la France, c'est un autre effet, parce qu'en France, la France voulait se montrer indépendante d'une pression énergique, de la pression de production ou bien d'approvisionnement énergique. Donc après les échecs avec des pays comme l'Algérie ou bien qui produisaient, donc la France a créé une industrie d'atomique qui a fait fusionner, il y a un foisonnement de centres atomiques en France et la population n'a pas été suffisamment informé et même le gouvernement n'en tenait pas compte des protestations. Donc c'est une grande différence entre la France, la politique indépendante de la France et de l'Allemagne. Ça, l'Allemagne, c'est un autre pays dans ce sens. Et Tchernobyl a eu lieu en 1986, donc 12 ans après 1974. Alors que, ici en Allemagne déjà, les gens avaient prévu que l'énergie atomique ne devait pas être le centre, un programme d'approvisionnement à long terme de l'énergie en Allemagne. Donc c'est une grande différence. Dire qu'ici il y avait une désinformation, c'est un peu exagéré, c'est un peu trop de café dans la tasse. Ma deuxième question. Deine erste Frage, übersetzt du, oder? Okay, also du kannst meine. Übersetz mal kurz. Ich kann nur kurz sagen, dass die Energiepolitik in Frankreich und in Deutschland sind unterschiedlich. In Frankreich, nachdem die 1968 oder davor, die französische Regierung keine Einkommen gekriegt hat, Einvernehmen gekriegt hat mit Ländern wie Algerien oder ehemalige Kolonie um die Energieversorgung. Frankreich hat um ihre Abhängigkeit zu gewährleisten, hat sich einfach erlaubt, diese sogenannte Atomenergie zu entwickeln. Und dadurch haben die dann diese Stromversorgung alles
teilweise im Großen und Ganzen über Energie, über Atomzentrale. Und das ist nicht der Fall in Deutschland. 1974 schon in Deutschland war also eine ökologische Bewegung und 1986 nach der Tschernobyl war schon hier eine große Bewegung schon politisch, die da in die Bevölkerung klar gemacht hat, dass in längerer Zeit konnte nicht Atomenergie also ein Programm von der Stadt sein. Das war meine kleine Bemerkung darüber. Meine Frage über diese an die Regisseurin ist, ob in Arlit mit 3000 Arbeiter in der Mine, ob die wirklich eine Organisation hat, die teilweise einen Druck auf die Verwaltung ausüben kann, um bessere Lebensbedingungen oder bessere Gehälter zu kriegen. Und zweitens ist es so, ob die auch informiert sind über die Normen, die internationalen Normen von solchen Firmen, um sich dazu irgendwie sich zu orientieren und mehr zu verlangen, dass die ihre Gesundheitsbedingungen verbessert werden. Bien sûr, il y a des syndicalistes. Et quand on prend, même dans le film, il y a un syndicaliste parmi les jeunes. Mais malheureusement, ces syndicalistes-là, c'est des gens qui sont un peu... ils sont généralement intimidés par... Arriva les intimides. Du coup, quand on prend parmi les jeunes, il y a un déjà qui s'est fait licencier parce que... Bon, en fait, ils ont voulu licencier les agents et la plupart des gens qui ont été licenciés, c'est des syndicalistes. Et bien sûr, c'est parce qu'il y avait des syndicalistes qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Si on prend, même dans le film, quand les vieux disaient que nous, à notre temps, voilà ce qui s'est passé, on est payé à temps, on n'avait pas beaucoup de, on n'avait presque pas de protection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est parce que, bien sûr, il y avait un syndicat, il y avait des travailleurs qui ont revendiqué certaines conditions de travail et tout. Ja, es ist so, natürlich gibt es auch Gewerkschafter. Man muss aber auch sagen, dass die sehr oft eingeschüchtert werden von Areva, dass es auch zu Entlassungen kam. Also wenn Gewerkschaftler so Forderungen nach mehr Gesundheitsschutz oder andere Art gestellt haben, dann waren sie diejenigen, die zuerst entlassen worden sind. Und wenn sie aber nochmal, und wie gesagt, im Vergleich zu den alten Männern im Film, also dann hat es und das auf Druck dieser Gewerkschaftler schon Veränderungen gegeben. Et évidemment, ce film aussi est fait pour que, voilà, pour qu'on puisse espérer un changement. Donc ça aussi c'est une forme de militantisme. Et quand on voit ces jeunes à la fin du film aussi. On sent un certain engagement à leur niveau. Ja, und der Film selbst ist ja auch eine Art von militantem Engagement. Wenn Sie also einfach mal vergleichen zu den Jungen am Ende des Films, also die haben ja auch einen Bewusstseinsprozess durchlaufen, die stellen ja Forderungen. Auch noch zwei Fragen. Und zwar, der Film ist sehr, sehr beeindruckend, aber Sie haben einen sachlichen Stil gewählt. War das sehr bewusst? Haben Sie bei Ihren Interviews vielleicht auch andere Szenen erlebt? Hier kam ja nun die eine emotionale Szene mit den Frauen, die da am Wasser miteinander laut diskutierten, denn sonst hätte man sich vorstellen können, weiß ich nicht, Aufnahmen von Frauen, die vielleicht erzählen, genau über die Situation, Frühgeburt oder Kind gestorben oder überhaupt das Wort Krebs ist nie gefallen. Als ich hatte Forschung in Sibirien gemacht zur Erdölförderung bei den kleinen Völkern, die sind sich bewusst, welche Krankheiten da sind. Ist da Bewusstsein, haben Sie ja gesagt, ist wenig Kenntnis, aber das Wort ist nie gefallen, Krebs. Ist es nie bei Ihnen gefallen? Oder waren Sie auf dem Friedhof? Haben Sie da Zahlen gesehen, Jahresdaten? Das ist die erste Frage. Und die zweite auch dazu, klar, Sie haben es als Statement so sachlich
auch gesagt, dass die Ärzte nie mit den offenen Daten kamen. Haben Sie versucht, mal Ärzte zu sprechen in Arlit und vielleicht vergleichsweise auch in anderen Orten? Oder sind Ärzte nie offen, bereit gewesen zu einem Gespräch? Die zwei Fragen. Je crois que c'est, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure quand je disais que les hôpitaux, c'est les hôpitaux qu'on a, les hôpitaux qui peuvent parler de la chose, c'est plus, c'est des hôpitaux qui appartiennent à Riva. Donc, du coup, je ne pouvais pas avoir accès aux hôpitaux. Et en même temps, moi, je suis plus dans l'aspect... l'aspect vie quotidienne de la population d'Arlit, parce que c'est quelque chose... Ja, es ist ja so, wie ich schon gesagt hatte, also die beiden Krankenhäuser, die sind ja in den Händen von Areva und da also Zugang zu bekommen, das war schon, also es wäre sehr schwierig geworden. Und ich hatte es ja bereits auch schon gesagt, also das wollte ich eigentlich gar nicht. Also mein Blick war ja der auf die Stadt und was dieses Ganze mit der Stadt macht. Et je crois que j'ai aussi un peu dit tout à l'heure, il s'agit en fait de ma ville natale, c'est quelque chose qui me concerne, c'est un problème, c'est une ville que je connais, c'est dans cette ville que j'ai grandi, je connais tous les problèmes et tout. Donc en fait, c'est une manière juste de montrer le vécu, notre vécu quotidien, mon vécu quotidien, notre vécu quotidien. Donc, ja, es ist ja so, ich hatte es ja auch anfangs schon gesagt, das ist meine Heimatstadt, also ich weiß einfach, wie dort der Alltag aussieht und mir ging es einfach darum, also diesen Alltag und das, was wir dort erleben, zu zeigen. Il s'agit pas en fait dans ce film de montrer, en fait c'est pas un film scientifique où il faut aller montrer les chiffres, montrer les maladies, les choses comme ça. En réalité, ce film, le personnage même de ces films, c'est la ville d'Arlit. C'est pas aller chercher les cancers, donner les chiffres et tout ça. Je crois que si c'est les chiffres, les teneurs, les choses comme ça, on a Internet, on a des reportages, on a plusieurs choses, plusieurs articles qui ont été faits sur Arlit, je crois qu'on peut aller regarder, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde a accès à Internet. Donc moi, je voulais montrer l'autre facette de la ville d'Arlit même. Also ich wollte ja die Geschichte von Arlit erzählen und eigentlich ist der Film ja die Geschichte, also der Film ist die Geschichte dieser Stadt. Also wenn man sich Informationen, also ich wollte also wirklich nicht über Krebs und über die Auswirkungen von Uran und so weiter, wer also auf wissenschaftliche Art und Weise das Ganze machen. Also heute gibt es Internet, also die diesbezüglichen Informationen, die kann man ja leicht sich daher holen und es gibt auch genügend Artikel, die darüber geschrieben worden sind. Und es war einfach nicht meine Absicht, das zu machen. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Wir hatten eben gesagt, das waren die letzten beiden Fragen. Du kannst gleich noch mit ihr persönlich reden. Nein, das lass mich mal jetzt mein Mikro geben, damit die Zeit nicht durchgeht. Das war ein Kurzkommentar. 2 Minuten. Ja. Ich bin ein Team hier, jedes Mal bei mir wird immer knapp sein. Nein, ich bin Afrikanerin. Jetzt lass mich mal kurz. Lass mich mal jetzt gerade. Ich wollte kurz nur sagen, dass ich das Film ganz super finde. Sehr schön, Ästhetik und eine sehr positive Geschichte. Und wie es auch gemacht ist, das hat eine bestimmte Message natürlich, wie wir jetzt auch gesprochen haben. Eine hat mir gut gefallen oder was man mit Gedanken gemacht hat, über diese Wasserverteilung, weil wiederholt sich immer in verschiedenen Filmen, wo die Investoren dann helfen, damit die Leute Wasser bekommen. Was ich noch immer Frage stelle, ist auch mal, Sie fragen wollte, wie Sie findet, muss dann sein, immer, dass es nur wie ein Kuvele, okay, nur ein Platz, wo viele Frauen sich mit dem Kinder hingehen und man konnte auch 3, 4 verschiedene Stellen mal in der Nähe von Wohnung bringen, dieser Wasserkuvele. Das ist nur eine Anregung,
man konnte ein bisschen bekommen haben, eigentlich. Sonst finde ich ganz schön alles. Also die Filme, so eine Art und Weise, Film gefällt mir sehr. Dans les films, c'est une observation à elle, mais ça n'a rien à voir avec votre film. C'est un statement. C'est un commentaire. C'est un commentaire. Ok. Gut, dann danke ich fürs Kommen. Merci. Und sie hat gar nicht verstanden, sie hat die Frage nicht verstanden. C'est une question ou, es war nicht ganz klar, ob es eine Frage oder ein Kommentar war. C'est une question. En fait, elle veut savoir si les femmes se regroupent toujours. Oui, c'est toujours la place publique, les enfants, la femme, l'eau. Sur ce plan-là, c'est juste une manière de montrer que, par exemple, quand on arrive à une grande puissance mondiale, elle peut quand même faire des châteaux d'eau, par exemple, à Arlitz, et que les femmes n'ont pas besoin d'aller s'aligner au niveau d'une fontaine, d'une seule fontaine, une cinquantaine de femmes pour juste une seule fontaine d'eau. Donc, je me dis que, par exemple, Areva pouvait faire un grand château qui pouvait servir toute la ville d'Arlit. Il y a des châteaux, mais malheureusement, ces châteaux, bien qu'on sait que l'eau aussi est contaminée, et qu'elle a aussi les moyens de faire en sorte que l'eau, de décontaminer cette eau-là. Et que c'est vrai, il y a un château, mais c'est un château qui sert seulement les cités, les travailleurs. Donc c'est juste une manière de montrer ça, que voilà, on a juste une seule fontaine pour des milliers de femmes et que cette eau même n'est pas Also, ich wollte einfach nur zeigen, also es gibt hier jetzt einen Brunnen oder eine Wasserquelle und wie gesagt, diese ganzen Frauen und Kinder und das Wasser ist also auch noch verseucht und wenn man sich dann vor Augen hält, Areva ist ja wirklich eine eine internationale Firma mit viel Geld und die hätten ja gut und gerne also auch wirklich mal einen Wasserspeicher oder für eine adäquate Wasserversorgung sorgen können.